Enjoy your stay, okay. Ich teste jetzt mal, dass ich wieder ins Wasser gehe. Erstmal hier drüben an Land gehe. Und das sehe ich auch schon Zombies. Ich hoffe, dass hier einfach weniger los ist, weil da ist brutal viel da oben. Ich hoffe einfach, dass ich mir doch eventuell die ein bisschen einzeln snacken kann. Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also, hast du fast die Tunnel erreicht? Alter. Da ist ein Eingang, den der GAI übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Schnell? Was ist los? Mach schnell! Mal hier rüber, wir ignorieren die da. Wo müssen wir hin? Da rüber, 174 Meter hoch. Mach schnell, sagt er. Komme ich hier hoch? Ja. Ui, ui. Komm. Kletter, kletter, kletter. Ah. Kacke. Rutsche. Rutschen ist ungeil. Kann ich an dem Baum hier hängen bleiben? Geht das? Ja, aber ich kriege meine Ausdauer nicht wieder. Das ist natürlich echt ungeil. Jetzt kriege ich wieder Ausdauer. Komme ich hier hoch? Ist die Frage. Nein. Offenbar nicht. Oder eben habe ich wieder Ausdauer bekommen. Ha, hier kann ich stehen. Immer noch darüber. Ich muss aber auch noch höher. Hier sieht es aus, als ob es hochgehen würde. Komm, 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 das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ja, bin oben. Als ob hier ein Weg ist. Das da vorne ist der Tunnel. Okay, hier muss ich hin. Natürlich schaue ich hier erst in den Zug. Ich glaube, das ist jedem klar, dass ich das mache. Okay, vielleicht schaue ich doch nicht hinzu. Memento Mori. Alter, it's a death trap. Okay. Der Truck sieht aber auch nice aus. Oh, da kann ich mich verstecken. Wenn ich hier drunter duck. Ja. Da kann ich mich verstecken. Schwingseil, das heißt, wenn ich hier hochkletter, eventuell brauche ich das sogar, dass ich da rüber komme. Ja. Das war wahrscheinlich genau das, was ich machen musste, weil ich normal gar nicht. Das ist ein offenes Fenster. Weil ich normal gar nicht drüber gekommen wäre. Hahaha. Ha. Olli, du bist es. Mach es trotzdem mal safe, geh hier oben rum. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Alter, das schaut nicht so geil aus. Oh mein Gott, ich werde so gleich ich werde wieder so auf den Sack kriegen. Irgendwie nach oben raus? Nein. Ich habe so Schiss bei so Spielen. Gute. Alter. Wenn man sich ja gar nicht. Wie übel einfach. Hey, ist da jemand?
ziemlich sicher, dass da jemand ist. Ich habe das 18 Damage stehen, okay. Ich habe doch überhaupt kein Licht. Überhaupt kein. Hinter mir aus dem Zug wird gleich was rausspringen oder so. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Alter, ich muss echt das an Scheiß tun, Alter. Fick. Scheiß, die wandern. Also ich habe halt jetzt, ich habe das Gamma schon echt hochgestellt eigentlich, aber ich sehe halt immer noch nicht. Alter, what the hell? Das Video ist jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich könnte das im Leben nicht selber machen. Ich bin jetzt am Sterben. Bist du in Ordnung? Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist Mia? Na, später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark! Alter, what? Hier bist du. Wir haben dich gesucht. Abtrünniger? Und was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! What? Neben mir lag eine Taschenlampe. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwör's. Das ist eine Taschenlampe. Alter, nimm die. Nimm die. Ja. Ja. Bestimmt eine UV-Lampe. Keine normale Taschenlampe. Sag sonst. Verfluchte Scheiße. Wirklich. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab ihn vernichtet. Ja. Ich hab's allein gemacht. Noch, der Boss kriegt den schon. Zum Reden. Wo ist der? Da! Da! Oh, 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 da muss ich beeilen. Okay, hier ist er. Hier, ja, looten muss sein. Hier rum muss. Das ist eigentlich mein Ziel. Finde ich Spikes Kontaktmann. Muss ich an den Kretter, um drauf festzuhalten. Okay. Intuitiv, aber man hätte wieder hoch können. Ich hoffe, dass die Tasche schon aber Taschenlampe bleibt. Die Türen komme ich gar nicht. Ha! Teile! Und Zigaretten. Was ist ein Buch? Warte mal, ein einzigartiger was-Gegenstand?
Einzigartiger Wertgegenstand. Mit dem Tod vieler Teile der Bevölkerung wurde das Wissen über die Funktionsweise bestimmter Maschinen und über die Herstellungsmethoden nahezu ausgelöscht. Die wertvollen Anweisungen, die sich in diesen Handbüchern finden, sind der Schlüssel dazu, die vor dem Ausbruch entwickelter Technologie zu bewahren. Oh, geil! Was genau das für eine Anleitung ist, weiß ich halt nicht, aber die ist anscheinend krass was wert. Wahrscheinlich, oder? Ja. Nächster Schacht, kann ich da was sehen? Noch nicht wirklich, aber es schaut schon sehr offen aus. Ich hätte auch rechts rausschauen können. Problem. Ja, da ist nichts. Weg. Achso. Ich bin jetzt echt kurz erschrocken, weil das Licht ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast. Alter, die Adern schauen nicht so geil aus bei ihm. Perfekter Block. Warte mal, halt. LB gedrückt, um Angriff zu gehen, zu blocken. Blocken sie im letzten Moment, um einen perfekten Block auszuführen. Bei einem perfekten Block taumelt der Gegner, wodurch er verkürzt den Wert. Ah ja, also parieren. Parieren ist der Way to go in dem Spiel. Ich mach dich fertig. Sprungtritt ausführen. Du kannst. Bück dich, Arschloch. Das heißt perfekten Block ausführen und nicht Sprungtritt, Alter. Erstick daran. Du bist Geschichte. Erinnern Sie, eliminieren Sie maskierten Schläger, komm. So, dann machen wir einen normalen Block kurz. Jetzt gibt es hier einen perfekten. Okay, es war kein perfekter Block, aber... Oh mein Gott, als ob da jetzt zwei kommen. Ja, hallo? Ich mach dich kalt! Komm, dich will ich jetzt blocken. Das endet die... Oh, ich hab sie gerade nochmal erwischt. Bist du bei... Schluss mit dem Rücken! Den ersten habe ich. Und den habe ich auch. Halt. Okay. Oh, Kraftfertigkeitspunkt erhalten. Sie haben einen neuen Kraftding erhalten. Hier oben aufmachen. Sie haben den Rang ihrer Kampffähigkeit erhöht und ihren ersten Kampffertigkeitspunkt verdient. Jetzt... Ist es Zeit, die erste Kampffertigkeit freizuschalten? Jo. Sprungtritt, dann möchte ich es Ihnen bei einem Sprung über ein Hindernis oder einen taumelnden Feind einen Tritt aus. Was? Oder einen taumelnden Feind, okay. Okay. Die Maus zeige über das Fertigkeitsnummer. Ja. Okay, ich kann über einen. Was laufen Sie, den taumelnden Gegner drücken? Sie RB um einen Sprung. Drücken Sie RT während eines Sprungs, um einen Sprungtritt auf einen Gegner in der Nähe auszuführen. Ach, RB, um einen Sprung auszuführen. Okay. Teile
Okay, ein bisschen zerlegt die Leute. Habt ihr keine Waffen gedroppt? Boah, ihr seid so schlecht. Doppelstreitkolben. Okay. Ich loote natürlich, weil da kann ich die Tür aufmachen. Da sind ganz viele Automaten, da komme ich aber noch nicht durch. Ach, Guldenmünzen sind es, okay. Dann gönnen wir uns auch mal richtig fett den Loot. Erstmal die Automaten ausnehmen, ganz klar, bevor ich mit dem Loot hier rede. Hier noch was, noch mehr Automaten. Dass auf die Idee noch keiner gekommen ist, wundert mich fast. Da liegt noch was. Noch ein Doppeltisch. Komm mal her. Okay. Weißt du, sie sind jetzt zu zweit rausgekommen. Ja, okay, wahrscheinlich durch die Tür, aber. Ich loote erstmal, okay? Gut. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt habe ich alles. Ich meine, ich könnte jetzt probieren. Nee, die Tür komme ich nicht, oder? Ich könnte die Tür schon mal aufmachen. Warum ist hier links eigentlich die Guldenmünze? Gewöhnlicher Wurf. Was Wurfgegenstand? Werfen wir das Lärm zu machen, aufmerksam auf Feind zu ringen. Ah ja. Nach unten noch meine Taschenlampe. Okay, geil. Alter. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Okay. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Gib mir jetzt noch die UV-Lampe. Nein, gib mir eine Waffe. Zum Henker! Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Grobe Machete. Seltene, einhändige Machete. Okay. Verwenden Sie einen Sprung. Um in Kampfhandlungen ihre Mobilität zu erhöhen, laufen Sie auf ein Hindernis oder einen taumelnden Feind zu und halten Sie RB gedrückt, um darüber zu springen. Drücken Sie im Sprung RT, um einen weiteren Gegner vor Ihnen mit einem Sprungteil anzugreifen. Dies sind die Grundlagen des Parkour-Kampfes. Später lernen Sie weitere Fertigkeiten, mit denen Sie Ihre Fähigkeiten verbessern. Jetzt haben wir Sprungtritt ausführen. So. Auf. Komm nochmal. Komm nochmal, komm. Okay, ups. Ich komm nicht mal richtig. Ja. Ich hätte dich auszuschalten. Au. Au. Das wird über den taumelnden Gegner springen. Au. Über den taumelnden Gegner springen ist nicht so leicht. Wie man meinen sollte. Jetzt bist du dran. Das war noch gar nicht. Bereit für die nächste Runde? Stand er nach unten und L? Hätte ihn exekutieren können.
Du bist so. Oh mein Gott, wo ist er da? Du bist nicht so helle, was? Au. Mehr hast du nicht drauf? Du bist ein Weichei. Ja, nach vorne und L, aber wegen der Anzeige kann ich das eben gar nicht machen. Ach so. Okay, da habe ich jetzt... Oh, als ob ich das nicht dodgen konnte. Komm, komm. Der hat gezündet. Ich lass dich ausbluten. Gib doch einfach auf, Arschloch. Nimm das. Ja? Trink das. Wo ist der letzte von dem her? Kann ich ganz normal blocken. Jetzt zeig ich dir, wie ernst ich's meine. Ja, jetzt komm. Ah, verdammt. Nimm das. Ich könnte ihn auch einfach kicken. Wachsam bleiben, Leute. Ja, kann ich auch einfach ganz normal blocken und hitten. Aber im Perfekten ist es ja. Kann ich ihn auch selber kicken, wenn ich über ihn springe? Au. Wie gefalle dir jetzt? Ja, gib Ruhe. Jetzt zeig ich dir, wie ernst ich's meine. Au. Ja, ich muss schon gedrückt halten, wenn er anläuft. Hast du Spaß? Nein, ich selber kann ich da nicht kicken. Ach, als ob da noch mehr kommen.